glaube, das Thema ist nicht gerade irrelevant. Das ist, glaube ich, gefühlt Bestandteil von ganz TikTok, von ganz YouTube Deutschland. Geht um das Ding zwischen Mois und Maestro, dieser kleine Krieg. Jetzt äußert sich ja jeder dazu, jeder, der irgendwie mal ein bisschen was mit Mois zu tun hatte. Und wendet sich quasi zu Wort mit dem Video. Darunter liegen aber auch sehr, sehr viele YouTuber, die man teilweise gar nicht kennt. Ich hatte davor auch ein Video drehen wollen zu einem Typen, der heißt Kid. Kein Disrespect, habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Hab mir die Reaction angeguckt, nach 2 Minuten wieder ausgemacht, weil, Bruder, das konnte ich mir irgendwie nicht anhören. Deswegen schauen wir uns das Video von John Broke an. Und zwar das Video mit dem Titel Mein Verhältnis zu Mois und Maestro. Er wird wahrscheinlich auch so ein kleines Statement dazu abgeben. Was er da jetzt bestätigt, befestigt, weiß ich noch nicht. Hab das Video noch nicht geguckt. Aber er war ja auch, glaube ich, soweit ich weiß, mit Mois und Maestro unterwegs. Deswegen wird er da auch ein bisschen was dazu erzählen können. Leute, was geht? Willkommen zu einer Offline-Reaktion, weil ich keinen Bock habe, im Stream von euch genervt zu werden, wie ich es schon auf Instagram tot genervt werde mit tausenden Nachrichten, was ich denn zu dem Thema zwischen Mois und Maestro sage oder was mein Statement zu dieser ganzen Sache ist. An erster Stelle finde ich es sehr traurig, dass die Welt schon so kaputt ist, dass sie schon Leute nervt oder dass sich Leute einmischen und reagieren, die eigentlich mit dem Thema nichts zu tun haben. Ich habe auch sehr viele Nachrichten gekriegt mit Bruder Maestros Videos online, kannst du darauf reagieren? Ich habe mir wirklich alle Videos bis jetzt, sei es von Mois, von Maestro und vom Kameramann Russland, habe ich mir alle privat angeguckt. Immer wenn ich ins Büro gefahren bin, ich dachte mir auf Podcast-mäßig, ich höre mir das so ein bisschen nebenbei an. Habe aber nicht drauf reagiert. Jetzt habe ich mir gesagt, okay, komm, reagiere ich auch mal drauf, gebe auch so ein bisschen meinen Senf ab. Klar, kann ich jetzt nicht so viel sagen wie die Leute, die mit ihm halt wirklich im Kontakt stehen. Ich stehe mit keinem von denen im persönlichen Kontakt. Ich versuche aber wirklich in diesen Reactions nur neutral zu antworten und das Ganze auch, ja, wie sagt man, auf den kennst du, Leute, das Ganze mitzunehmen, auf den Aufruf technisch mitzunehmen. Nein, also wie gesagt, ich versuche einfach darauf ein bisschen zu reagieren. Gib so ein bisschen meinen Senf ab, gib euch meine Meinung, weil mich natürlich auch welche gefragt haben, so ey, was ist deine Meinung zu dem Ganzen? Aber erwartet nicht viel, ich habe keine Insider-Informationen. Ich war auch nicht hinter den Kulissen tätig bei denen, deswegen kann ich auch nur meinen neutralen Senf dazu abgeben. Also diese Zero-Senf-Version, ohne Kalorien. Und ich spreche nicht für die Leute, die im Keller waren und Teilmember waren, sondern von Leuten, die wirklich sich draufstürzen und jetzt angreifen, so weißt du, ich meine? Aber das ist eure Sache. Auf YouTube will ja jeder Geld verdienen und jeder Influencer ist ja auf Fitner und was auch immer geil. Guck mal, das ist das Ding, das verstehe ich nicht. Immer dieses, jeder Influencer ist immer auf Fitner und Fitner geil. Bro, ich reagiere auch da auf das Video. Klar werde ich damit auch Geld verdienen. Klar werde ich damit auch meine Aufrufe machen. Das gehört auch dazu. YouTuber machen ihre Videos und wollen dementsprechend natürlich auch damit ihr Geld verdienen. So. Aber ich werde hier nicht irgendwelche Fitness stiften und sagen, er hat so gemacht, ich habe irgendwo mal da gehört und da habe ich mal ein Gerücht mitgekriegt. Digga, ich reagiere ganz neutral darauf. Deswegen fühle ich mich an der Stelle nicht angesprochen. Ich nehme das so mit. Werd darauf reagieren, meinen Senf abgeben, das war's. Aber keine Fitner, wir sind hier nicht auf TikTok. Deswegen, es ist nun mal, wie es ist. An meine Community da draußen und Leute, die mich kennen. Ihr wisst, dass ich mittlerweile auf diese Aufrufe scheiße. Ich glaube, der perfekte Beweis ist ja auch, dass ich mich auch direkt am ersten Tag dazu äußern könnte und wie die Reaktionsszene auch am selben Tag das Video hätte hochladen können, um meine Meinung zu sagen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe extra ein paar Tage vergehen lassen. Das Ding ist, paar Tage vergehen lassen macht jetzt auch nicht so einen großen Unterschied, weil ich bin dir ehrlich, vor allem jetzt, wo jeder gerade am Kommen ist, jeder gerade darüber redet, ein paar Tage vergehen, macht es meiner Meinung nach sogar noch mehr Sinn, darüber zu reden, und als wenn man direkt am ersten Tag irgendwie versucht, davon zu berichten. Weil jetzt kriegst du viel mit, jeder berichtet davon. Und dann kommt natürlich ein Video von John. Hand aufs Herz, ich denke selber, dass er auch weiß, dass er damit auch Aufmerksamkeit macht, ob er das jetzt ein paar Tage später auch lädt oder nicht. Weil das Thema ist gerade aktuell. Wenn du sagst, du willst damit überhaupt keine Aufrufe machen und keine Ahnung was, dann lädst du das Video ein Jahr später hoch, weil dann ist es kein Thema mehr. Jetzt ist es noch aktuell, ob da jetzt ein Tag vergeht oder 5 Tage vergehen. Es wird ja jetzt gerade immer aktueller, weil sich einfach viel, viel mehr Leute dazu einmischen. Ich verstehe das, dass ihr meine Meinung wissen wollt, weil ihr wisst, ich bin ein Meinungsmacher und zweitens bin ich ja mit beiden Parteien gut. Nichtsdestotrotz finde ich das traurig, dass jeder sich auf dieses Thema stürzt, ohne mal mit Alim oder mit Attila privat geredet hat. Weißt du, ich meine? Es kommt ja immer mehr Feuer rein. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es ist ja auch ein riesen Statement online gekommen, deswegen keine Ahnung, was ich von euch halten soll. Eigentlich will ich gar nicht so viel sagen, weil ich ja zwischen zwei Stühlen stehe. Ich bin ja mit beiden Parteien gut, wie ich schon gerade erwähnt habe. Ich kann nur das sagen, was ich weiß und was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist nun mal, dass ich mit Alim nie ein Problem hatte. Alim war immer gut zu mir. Er hat mich weder beklaut, noch irgendwelche leeren Versprechungen abgegeben. Nichts. Er hat mir persönlich nur Gutes getan. Ein einfaches Beispiel. Ich war inaktiver auf YouTube, hab ihn kennengelernt. Er hat bei mir in der Nähe gewohnt. Ich war jeden Tag da, hab mit ihm gegessen. Wir sind zusammen unterwegs gewesen, aber die meiste Zeit haben wir halt viel Zeit zusammengebracht und das hat mich auch irgendwo motiviert, einen Freund zu haben, der auch YouTuber ist, sodass man einfach auch von der Szene und von der Bildfläche nicht verschwindet. Weißt du, ich meine, weil... Den Punkt verstehe ich, fühle ich auch, weil es ist immer geiler, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die dasselbe machen. Also wenn du quasi einen Freund hast, der auch noch dieselbe Branche führt wie du, Beste, was es gibt, ihr pusht euch gegenseitig, ihr zieht beide gemeinsam durch, das ist schon was anderes. Ich auf meinem Kanal gar nicht mehr so viel hochgeladen hatte zu dem Zeitpunkt. Und ich sag's euch, wie es ist, ich bin... Weil er kriegt manchmal keine Luft, Digga. Man merkt einfach diese letzten Silben,
Die fallen doch irgendwie aus dem Mund. Mittlerweile habe ich auch gelernt, dass man nicht auf Leute trete, die eh schon auf dem Boden sind. Weißt du, ich meine? Es gehört sich einfach nicht. Das ist ja das Ding, was ich meine. Aktuell kommt halt jeder und sagt so und so und so. Also jeder packt irgendwie was Neues aus, was irgendwie mal passiert sein soll. Und das geht halt alles auf ihn so, ne? Also gefühlt jetzt gerade ganz YouTube Deutschland ist gegen ihn so. Und seine Kommentare sind natürlich auch voll. Alle schreiben irgendwelche Sachen. Viele schreiben auch Sachen wie, ja, ich hoffe, du hast irgendwann kein Geld mehr. Du hast nur noch so wenig Geld, dass es für deine Familie reicht. Bruder, das sind auch so Sachen, Hand aufs Herz, kannst du nicht bringen, weil er hat eine Familie zu ernähren, wir haben eine Familie zu ernähren, ich habe eine Familie zu ernähren. Wenn man dann so eine Scheiße hört, Bruder, denke ich mir auch so, Digga, dann lösch deinen YouTube-Kanal, weißt du? Also lösch deinen Account und schreib solche Kommentare nicht. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, ich kann auch nicht jemanden schützen nach all diesen Punkten, die in diesen Videos gegen ihn aufgezählt worden sind. Oder was dem passiert ist. Das kann man ja nicht gut reden, Bruder. Die Sachen sind ja passiert. Und ich glaube, er weiß es auch selbst. Deswegen erwarte bitte nicht von mir, dass ich auf einen Zug aufsteige und, keine Ahnung, Bruder, schadenfroh bin und jetzt auch alles auspacke, was gar nicht zu auspacken von meiner Seite gibt, so, weißt du, ich meine? Wenn er Abmachung mit Leuten hatte, hat er seine Abmachung einzuhalten. Wenn diese Leute über ihn auspacken, nach Jahren oder nach Monaten, sind das Sachen, die er mit ihnen klären muss oder die untereinander. Weißt du, ich meine, man hat nicht jeden unter Kontrolle und kann sagen, ey, bitte pack du nicht aus und mach du das nicht. Wenn du ein Problem mit den Leuten hattest oder Versprechen abgegeben hast, musst du wie ein Mann deinen Hack geben. Ganz einfach. Wenn wir über das Maestro-Video reden, da brauchen wir nicht viel zu diskutieren, Bruder. Er hat recht. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe immer noch Gefühle für die Jungs. Also nur Homo. Ich mag Attila übertrieben. Er hat mir auch bei sehr vielen Sachen geholfen. Ihr wisst, diese Suchti-Thema und so. Er stand wie eine Eins hinter mir. Hat mir bei den Scripts geholfen. Hat mir mit den Anwälten geholfen, wo halt gerade immer noch ein Prozess ist mit Suchti und so weiter und so fort. Genauso mag ich Alim auch. Er hat mir nie was Böses getan. Weißt du, ich meine? Aber ihr wisst, Leute, ich habe Prinzipien und ich kann hinter ein paar Sachen nicht stehen. Und das sind zum Beispiel Sachen wie Hack. Also den Leuten ihr Hack zu geben, wenn es denn Hack gibt. Und ihr wisst auch, was ich von Drogen halte, Bruder. Nichts auf dieser Welt rechtfertigt, dass du Drogen nimmst, Bro. 100%. Ich bin so gefühlt komplett gegen Drogen, weil Drogen am Ende des Tages nichts bringen. Das habe ich so oft schon im Stream erzählt. Das macht euch nur kaputt, A. Und B, seid ihr einfach nicht mehr Herr der Sinne. So, ihr macht einfach Sachen, die ihr gar nicht wollt. Weißt du, ich meine? Und da sieht man das auch zum Beispiel. Als ich das gesehen habe oder gehört habe mit Maestro, wo er in den Raum gekommen ist und Alim dann, also Mois, in dem Raum gezeichnet hat im Dunkeln, da dachte ich, alter Junge, was hätte ich jetzt gemacht? Ich versuche mich in die Situation reinzubringen. Ich wäre wahrscheinlich, ob das jetzt 6. Etage oder 5. Etage wäre, ich wäre vom Fenster gesprungen. Hauptsache, ich bin ganz schnell aus dem Raum weg, weil das ist krank. Das ist halt das Ding, Drogeneinnahme verändert den Menschen. Man sollte auch nicht die Sünden anderer Leute eigentlich so aufdecken, was Drogen und so weiter angeht, aber die Sachen sind ja schon draußen und das weiß ja jetzt jeder, Bruder. Ist jetzt, wäre auch dumm, wenn ich das jetzt nicht erwähne. Und ihr wisst, was ich davon halte, Bruder. Also mein Vater war auch drogenabhängig, so weißt du, ich meine? Ich habe noch nie Alkohol oder Drogen angefasst, Bruder. Egal, was passiert, was für einen psychischen Knacks ich habe, ob mir was passiert, ich würde trotzdem nicht zu Drogen greifen. Um bei dem Punkt nochmal was ranzuhängen, auch wenn du Probleme hast und dann zu Drogen greifst, hast du am Ende des Tages immer noch Probleme. Weißt du, ich meine, viele denken immer, okay, ich habe Probleme, ich habe gerade Stress, ich rauche einen Joint oder ich baller mir Pilze, keine Ahnung was. Bro, du hast zwar gerade dann deine chillige Phase für keine Ahnung 20, 25 Minuten, aber danach ist auch das Problem immer noch da. Versteht ihr, wie ich meine? Das verstehen die Leute nicht. Die betäuben sich immer. Die versuchen immer, die Zeit anzuhalten. Danach läuft die Zeit weiter. Die versuchen, die Zeit anzuhalten, danach läuft die Zeit weiter. Deswegen, Drogen ergibt meiner Meinung nach gar keinen Sinn. Und jeder, der jetzt gerade zuguckt, ob du gerade Stress hast oder nicht, greif einfach nicht zu Drogen. Das kann ich mit dem Alter, was ich jetzt gerade erlebt habe und wie ich es erlebt habe auf dieser Welt, in der ich gedeihe, sagen. Wer weiß, Bruder, in 5 Jahren, wenn irgendwas passieren sollte. So, aber ich hoffe nicht, Bruder. Ich hoffe, dass ich da meinen Dien immer behalte, auch wenn ich nicht der religiöste Mensch bin so und nicht 5-mal am Tag bete. Das sind so Sachen, die ich niemals anfassen würde, Bruder. Und das ist nicht schön. Dass man Fehler macht, wenn man auf Drogen ist oder dass man reinscheißt, kann man das verstehen und rechtfertigen? Das sei jedem selbst überlassen so. Fakt ist aber, es ist viel passiert, Bruder. Es stimmt, Alim hat Scheiße gebaut, Bruder. Große Scheiße. Aber lasst doch bitte einfach Attila und Alim das untereinander klären. Mehr verlange ich von euch gar nicht. Ich bin YouTuber, Bruder, und ich kriege ja alles mit. Ich gucke mir natürlich die Kommentare an. Ich habe gesehen, er hat sein Instagram deaktiviert, da habe ich auch sehr viel gelesen. Unter den Statements von Bayern habe ich auch sehr viel lesen dürfen. Und ich möchte eine Sache sagen. Abgesehen davon, bei wem er Hack offen hat oder wem er Unrecht angetan hat, dies, das, pipapo. Ich finde es trotzdem nicht fair von den Leuten, die jetzt auch so fitner geil sind und auch Kommentare da lassen bei den Jungs, auch mit sehr vielen tausenden Likes, wo dann steht, ja, jetzt kann ich verstehen, warum der ein oder andere bei ihm eingebrochen ist. Das kann man nicht rechtfertigen. Ich weiß, Can wird wahrscheinlich auch darauf eingehen, dass das Einbrechen nicht gut ist. Oder dass es, Digga, das Einbrechen ist wirklich ehrenlos, ne? Man kann nie etwas rechtfertigen, indem man sagt, ey, der hat noch Schulden bei mir offen. Ich habe ihm so oft geholfen und eigentlich hätte er noch was bei mir offen. Ich klaue einfach sein Mikrofon. Bruder, das ergibt für mich keinen Sinn. Weißt du, ich meine, du kannst dir nicht dein Hack, in Anführungszeichen, mit einer Sünde holen. Ich will jetzt auch nicht auf Hodja und sowas machen, ne? Aber du kannst nicht sagen, ey, er hat noch bei mir was offen. Ich klaue es mir einfach, ich nehme es mir einfach. Das geht nicht.
Das ist genauso ehrenlos. Wirklich nein. Wo sind wir hier, Bruder? Wenn du mit jemandem befreundet warst oder ein Bruder warst und im Nachhinein kommt raus, er ist wirklich nicht der Bruder, für den du ihn gedacht hast und der ist nicht dein Freund, das gibt dir trotzdem nicht das Recht, bei jemandem einzubrechen. Okay. Und in meiner Meinung spielt es auch keine Rolle, ob er dir was schuldet oder nicht. Du brichst bei niemandem ein, Bruder. Und am Ende des Tages sind alles Muslime. Ich wurde auch um sehr viel Geld beklaut. Was soll ich jetzt machen? Soll ich bei den Leuten einbrechen, die mir Geld schulden? Oder mir mit von Sucht, die sehr viel Geld geschuldet? Soll ich Leute beauftragen, die bei den einbrechen? Stech die einfach ab. Was soll ich sagen? Nein, aber ich verstehe, was er meint. Das ergibt keinen Sinn. Du kannst doch nicht irgendwo einbrechen, Digga. Weißt du, ich meine, nur weil er etwas bei dir offen hat, gehst du nicht dahin und brichst da ein. Oder denen schaden sollen, deren Familien was antun sollen, nein. Das wird vor Gericht geklärt. Und wenn nicht, am jüngsten Tag, weißt du, ich meine, glaubt mir Leute, mir wird von sehr vielen Leuten was geschuldet, aber ich mach nichts. Jeder, der jetzt sagt, boah, voll der Allmann-Move, er geht jetzt vor Gericht, um das Ganze zu klären. Bro, Beste, was er machen kann, vor Gericht gehen, die Leute anzeigen, verklagen, je nachdem, und sich das Geld dann zurückholen, auf diese Art und Weise. Das ist die richtige Art und Weise. Viele würden jetzt sagen, nee, Bruder, ich gehe zu seiner Familie, ich bedrohe seine Familie, ich klaue sein Kind und will ein Lösegeld, keine Ahnung was. Diese Politik, das ist der komplett falsche Weg. Also das, was er jetzt gerade macht mit Gericht, Beste, was er machen kann. Ich habe tatsächlich auch noch eine Sache offen bei einem Typen und das zum Beispiel läuft auch so über Gericht. Versteht ihr, ich meine, aber nicht auf diese andere Politik. Ich versuche im Reinen zu sein und gehe nicht diesen Weg, weil meine Mutter mich so erzogen hat, dass man niemandem was klaut. Nicht mal ein Maxi-King könnte ich klauen, Bruder. So ein Mensch bin ich und so solltet ihr auch sein. Eine schlechte Tat eines Menschen rechtfertigt nicht, dass du auch eine schlechte Tat tust. So denke ich das und so sehe ich das. Egal, was ihr jetzt hier in den Kommentaren schreibt und sagt, nee, Jan, wenn jemand dir mit dir Abmachung macht und der dann jetzt auch macht, nein, Walla, hätte ich nicht. Ganz einfach, Bruder. Es ist einfach krass, was für Ausmaß das Ganze genommen hat und dass einfach jeder darüber redet, Bruder. Ich frage mich, was die ganzen Leute machen würden, wenn es diese Themen nicht geben würde. Über was würdet ihr reden? Ich bin so stolz auf mich, dass ich gar nicht diese Fitna brauche. Ob mein Video mal mehr oder weniger Aufrufe macht, Bruder. Ich bin der, der ich bin. Meine Firma läuft, meine Videos laufen. Ich mache eigenständigen Content, ohne dass ich über euch überhaupt reden muss. Ja, warum redet ihr alle? Ich sag euch warum. Weil die meisten von diesen Influencern, die sich einfach einmischen auf TikTok oder wo auch immer, in meinen Augen Versager sind, Bruder. Ich kann verstehen, wenn ein jahrelanger Zuschauer enttäuscht ist von den einen oder anderen so. Aber dass andere dann so ihre Live-Metze starten und daraus dann noch Kohle ziehen, Bruder, ist schon krass, Bruder. Ich sag mal so, ich glaube, das hat Jan tatsächlich auch irgendwo mal selber gesagt gehabt, in irgendeinem Video, ich weiß nicht mehr in welchem Video genau, da hat er selber auch gesagt, ein Reaction-Kanal lebt von den Videos, die auf YouTube sind. Ein Reaction-Kanal macht ja auch keinen Sinn, wenn du nicht auf die Videos reagierst, die auf YouTube sind. Ich kann ja nicht sagen, ey, ich mache einen Reaction-Kanal, aber mache jetzt einfach Videos, so wo ich erzähle, so wie ich, keine Ahnung, meine Frau kennengelernt habe, wie meine erste Reaktion war, als ich in den Supermarkt gekommen bin. Das ergibt keinen Sinn. Ein Reaction-Kanal beruht auf die Videos, die auf YouTube sind. Du reagierst ja auf die Videos und gibst deinen Senf ab. Deswegen verstehe ich das Argument nicht. Oder vielleicht habe ich das auch falsch aufgenommen, wie er das formuliert hat. Aber im Sinne von, ja, jeder muss jetzt auf diesen Zug aufspringen und darauf reagieren, keine Ahnung was. Versteht ihr, ich meine? Das ergibt für mich keinen Sinn. Was er aber meint mit TikTok-Matches, werde ich bis heute auch nicht verstehen. Ich will nicht groß reden, ne? Am Ende, Digga, bin ich auch eine Woche später auf TikTok live oder so. Will ich nicht. Jetzt, gerade wenn du mich fragst, ich will nicht auf TikTok sein. Ich will auch nicht auf TikTok aufspringen. Wenn ich da mal Videos hochlade, ist gut. Aber mehr nicht. So diese Live-Matches, wo ich sage, ey, spendet Geld, da sehe ich mich nicht, A. Und B, will ich das auch gar nicht. So, weil ich mir denke, so, ey, ich mache meine Videos, warum soll ich da jetzt betteln? Dann kann ich gleich auf die Straße gehen mit einem Becher und sagen, ey, habt ihr 5 Euro. Will ich nicht. Ist nicht mein Charakter und habe ich einfach auch in Zukunft nicht vor. Aber was er meint halt mit dem Punkt mit Live-Match, dass die Leute da betteln, fühle ich. Also die ziehen die Leute einfach ab. Aber das ist alles eure Sache. Macht, was ihr wollt. Ich muss mich irgendwo dazu äußern, weil ich auch ein riesen Meinungsmacher bin und habe bis hierhin gewartet, weil ich weiß, was passieren würde, wenn ich Sonntag live bin. Ihr werdet mir auf den Sack gehen und vielleicht werde ich live etwas sagen, was man nicht sagen sollte. Deswegen will ich hier das Thema auch direkt abschließen. Zu mir war Alim immer gut, genauso wie Maestro zu mir gut war. Was der Junge mit anderen Leuten verkackt hat oder Abmachung hatte, das ist sein Bier. Das hat er zu klären. Ich hätte nach so einem Video, was mir passiert wäre, oder wenn jemand so ein Video über mich machen würde, hätte ich einfach ein Entschuldigungsvideo gemacht und einfach aus dem Herzen gesagt, ich habe Scheiße gebaut, es tut mir leid, ich werde deinen begleichen. So hätte sich das meiner Meinung nach Hätte Mois oder Alim das auch so gemacht, wäre wahrscheinlich auch die ganze Sache nicht so krass für ihn ausgegangen, wie jetzt gerade. Jetzt gerade ist halt wirklich, jeder hat ihn auf dem Schirm und jeder wartet nur irgendwie auf weitere Fehler von ihm, so, ne? Hätte er wirklich dieses Video gemacht und gesagt, ey, ich entschuldige mich bei Maestro und bei den ganzen Beteiligten, die ich irgendwie um irgendwas noch schulde oder irgendwas an Scheiße gebaut habe, dann würde das Ganze entspannter unter den Tisch gehen als jetzt. Da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Klärt, aber da man halt emotional und vielleicht auch zu impulsiv ist und dann auch so ein riesen Shitstorm auf einmal kommt, dass er dann so agiert, okay, kann sein. Hat er gemacht. Im Türkischen sagt man, ja, check mich, Schirk, es ist jetzt alles passiert. Hayat, der war mit dir, was soll man sagen? Die Jungs sollen das jetzt untereinander abmachen. Und die Leute, mit denen er auch Probleme hat oder mit denen er auch was zu regeln hat, finanziell. Ich steck da nicht drin, Bruder. Ich kenne deren Verträge nicht, ich weiß nicht, was wir untereinander abgemacht haben. Wenn die Kellertruppe ausrückt und erzählt, dann ist das auch deren Sache. Ich habe auch mit denen kein Problem. Aber die sollen das bitte untereinander abmachen. Mischt euch, was das angeht, nicht ein, lieben Zuschauer da draußen. Das sage ich.
Ich kann nicht die Welt retten, Bruder, es ist nun mal so, wie es ist. Wir hatten wirklich eine sehr schöne Zeit und ich habe Adem schon sehr oft gesagt gehabt, Bro, das und das könnte dir zum Verhängnis werden. Das und das finde ich nicht gut, was du tust. Weil es gab eine Zeit, wo ich richtig dick mit dem war und jeden Tag mit dem war. Und dann gab es eine Zeit, wo ich weniger bei dem war, weil ich ihm gesagt habe, ich mag es nicht, mit fremden Leuten zu chillen oder neue Leute ständig in meinen Kreis reinzulassen. Walla, er spricht mir wirklich aus der Seele. Jeder, der mich privat kennt, weiß, ich bin so ein Typ. Ich mag es nicht, wenn man immer neue Leute dazu holt. Deswegen habe ich ja auch eigentlich so meinen Kreis. Klar kenne ich viele Leute, man grüßt sich immer, man redet immer so kurz, ne? Aber ich habe, wenn ich so überlege, einen sehr, sehr kleinen Kreis, wo ich sage, mit dem bin ich täglich, mit dem verbringe ich privat meine Zeit. Weil das macht dir am Ende des Tages auch keine Probleme, weil wenn du die ganze Zeit laufende Kundschaft hast, Bruder, wenn du nur neue Leute hast, immer neue Leute hast, immer neue Leute hast, vor allem wenn du dann auch in der Hinsicht zum Beispiel jetzt erfolgreich bist und dann immer neue Leute hast, das wird dir am Ende des Tages wirklich nur zum Verhängnis. Das kann ich jedem ans Herz legen. Das wird dir nur zum Verhängnis. Es ist am Ende des Tages nur eine Frage der Zeit, wann du an die falsche Person gerätst, wann du falsche Leute in deinem Umkreis hast. Deswegen achte ich immer sehr drauf. Klar kann es auch sein, dass ich in einem kleinen Kreis auch irgendeine falsche Ratte habe, die sich einfach erst ein paar Jahre später bemerkbar macht. Kann sein, muss nicht sein. Aber wenn du viele Leute um dich herum hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher. Deswegen fühle ich das, was er sagt. Und da kann ich auch nicht mehr beifügen. War mein Deutsch ist manchmal ehrlich. Wo ich sage, würde ich aufs Fenster schmeißen. Achte doch bitte darauf, wenn du in dein Haus ist und wenn nicht, weil über den habe ich mal das gehört, über den, ohne jetzt Namen zu nennen, da sind ja tausende Menschen gekommen jedes Mal. Und Bruder, so war ich nie und deswegen habe ich mich vom Keller mehr oder weniger distanziert gehabt. Aber auch nicht distanziert im Bösen, dass ich sage, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Alim, weil Alim war ja immer für mich da, wenn ich Videos brauchte oder wenn ich mal eine Promo brauchte, genauso wie die ganzen Jungs, konnte ich mich immer melden und wir haben zusammen gedreht. So, er hat mir immer geholfen. Weißt du, ich meine, in wichtigen Situationen hat er mir geholfen. Ich habe halt mein Ding gemacht, Bruder, und ich habe jetzt den perfekten Vergleich, da ich ja dann vom Keller weg war und dann Ozan beauftragt hat, mit mir Videos zu drehen. Wir waren ja auf Reisen, dies, das, Ananas. Mit Ozan habe ich zum Beispiel auch keinen Hack offen. Er weiß es ganz genau, das kann er euch auch selber sagen. Für alle Leute, die jetzt sagen, warum dreht ihr keine Videos mehr? Ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Punkt, warum ich das sage. 2 Jahre lang haben wir zusammen Videos gedreht, wir haben meinen Kanal zum Vordermann gebracht. Ozan hat sich einen Namen gemacht, sein Kanal läuft. Sucht dies abgekackt, Bruder. Es ist nun mal, wie es ist. Und dann ist auch eine riesen Einnahmequelle verloren gegangen. Und ich kann jetzt von einem Ozan nicht erwarten, ständig mit mir mitzukommen und selber die Reise mitzufinanzieren, wenn er auch 2 Jahre lang daran gewohnt war, dass ich alles bezahle. Aber mittlerweile habe ich das Geld nicht mehr dazu. Ihr wisst, ich habe eine Firma, die läuft, aber ich investiere das ganze Geld. Ich kann nicht jedes Mal jeden einladen und bezahlen. Die Jungs, die gerade mit mir reisen, die zahlen alles mit. Also die sehen das alles als Urlaub und nicht als Arbeit. Aber ein Ozan muss auch an sich selber denken, Bruder. Und es ist schön, dass er erfolgreich ist. Er soll sein Ding machen. Wenn ich Ozan unbedingt brauche, werde ich ihn anrufen und sagen, bitte komm mit und er wird dabei sein. Weißt du, ich meine, wenn sein Content doch da läuft, soll er genauso weitermachen. Ich glaube, er möchte auch einen Laden machen, er muss auch sein Geld sparen. So, warum soll er dann unnötig bei mir Gelder ausgeben? So, weißt du, ich meine, der Content kreuzt sich ja irgendwo und beide sollen ja weiterhin erfolgreich bleiben und ich bin stolz auf ihn. Es läuft bei ihm und deswegen nervt mich mit solchen Kommentaren nicht. Wenn ihr Abmachungen mit Freunden trefft, dann halt eure Abmachungen ein. Und ich und Ozan haben unsere Abmachung immer eingehalten. Ich habe ihm sein Geld gezahlt, ich habe ihm Einnahmenquellen besorgt, jetzt hat er seinen eigenen Kanal, bei ihm läuft selbst und inshallah wird er irgendwann auch einen Laden aufmachen und das soll auch weiterhin bei ihm so laufen. Aber ich muss auch gucken, wo ich bleibe. Weißt du, ich meine, ihr müsst das verstehen. Es ist alles nicht so einfach, wie es aussieht. Die Reisen kosten Geld, Bruder. Und wenn ich ständig 2, 3, 4 Leute einlade und alles ausgebe, gehe ich ins Minus. Es ist nun mal, wie es ist. Was die Zukunft bringt, weiß keiner. Wenn bald ein neuer Eisdeck kommen sollte oder wenn meine Klamotten noch besser laufen sollten oder mein Content sich noch besser entwickelt, so, dann weiß ich nicht, was passieren könnte. Aber es ist jetzt gerade so, wie es ist. Und das müsst ihr als Zuschauer akzeptieren und mir nicht auf den Sack geben, Bruder. Also, was lernen wir aus diesem Video? Wenn ihr Abmachungen mit Leuten habt, dann halt auch diese Abmachung rein. Vertraut nicht zu sehr, weil am Ende des Tages kann alles passieren. Und was ich euch auch immer gesagt habe, glaubt nicht immer das, was vor der Kamera passiert oder was ihr denkt, weil ihr am Ende des Tages seht, wenn solche Statements online kommen, dass ihr sehr schnell von den Menschen enttäuscht seid. Deswegen bin ich immer ehrlich und am Ende des Tages... Das ist das Ding. Und ich habe auch in den Kommentaren gelesen, also wirklich sehr, sehr viele Leute waren enttäuscht. Ich kann das auch nur sagen, glaubt am Ende des Tages nicht jede Scheiße. Glaubt wirklich nicht jede Scheiße. Doch sehr gerne unsympathisch zu euch, aber ich bin wenigstens ehrlich. Wenn sich Leute von mir abneigen oder die Community sagt, nee, jetzt gefällt der mir nicht mehr, hat sich so, okay, geh. Aber über mich wirst du so, was das angeht, nie was hören, dass ich was Schlechtes jemand angetan habe. Ich wollte jedem nur das Beste. Weißt du, ich meine? Ach, ja. Und ich glaube, ich habe damit alles gesagt. Scheiße, wie es gekommen ist, Bruder, sehr scheiße. Es macht mich sehr traurig. Was meint ihr, wie ich mich fühle? Ich kannte seine Familie, ich kannte die Familie, ich mag beide. Und es ist einfach unschön, wie es geendet ist. Mal gucken, wie es auf YouTube weitergehen wird, Bruder. Und am Ende des Tages wünsche ich allen nur das Beste. Jeder soll sein Ding machen, Bruder. Weißt du, ich meine? War auf jeden Fall auch ein gutes Statement von seiner Seite aus. Klar gab es ein paar Punkte, vielleicht habe ich dir auch, wie sagt man, ein bisschen falsch aufgegriffen, aber zu den Sachen musste ich einfach was sagen. Kennst du, es hat einen so getriggert. Hätte ich das nicht gesagt, wäre ich einfach nicht zufrieden gewesen mit dem Video. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns die nächsten Tage alles erwartet,
was dabei alles rauskommt, wer sich noch alles dazu melden wird, was für ein Statement von Mois jetzt kommen wird, also ein aktuelles Statement zu der ganzen Sache, zu den ganzen Vorwürfen. Ich werde euch dadurch auf jeden Fall auch begleiten. Merkt euch einfach nur eine Sache, wenn ich drauf reagiere, wird es eine neutrale Reaction. Ich kenne die Leute nicht persönlich, ich habe das glaube ich schon 50.000 Mal erzählt. Es wird bei mir keine Fitna geben, dass ich irgendwelche Sachen, irgendwelche Gerüchte erzähle, nur weil es dann irgendwie besser ankommt oder keine Ahnung was. Ich will hier kein Feuer entfalten, Digga, ich schaue mir das einfach an. Das, was ich mir privat anschaue, schaue ich mir auch in die Reactions an. Und da ich mir das die letzten Tage privat angeschaut habe, schaue ich mir das auch hier öffentlich an. Adebay, leck mal ein, wir sehen uns, ciao.